So sieht es also aus an den Märkten. Steil nach oben ist es gegangen beim DAX. Wir sehen das hier nochmal im 15-Minuten-Chart, als ob es kein Halten mehr gäbe. Also diese Woche bis jetzt perfekt auf dem bullischen Markt unterwegs. So kann man das zumindest mal sehen. Haben wir jetzt die 13.000 zu erwarten? Es ist nicht ausgeschlossen. Die Chancen dafür sind nicht ganz gering, dass der Markt jetzt durchläuft. Und solange diese Bewegung nach oben so stark ist und Gegenbewegungen eben doch eher so ABC-mustermäßig sind, oder vielleicht irgendwie was Wackeliges im Kleinen, ist die Aussicht nach oben eben einfach weiter gegeben. Trotz alledem, Vorsicht, nicht übertreiben, nicht zu euphorisch sein. Noch immer ist es sehr realistisch möglich, dass wir auch nochmal einen Rücksetzer in die Zone um die 10.000 oder vielleicht sogar tiefer noch bekommen. Das ist längst nicht vom Tisch. Bitte, bitte nicht dem Irrglauben jetzt unterliegen. Das kann nicht mehr passieren. Trotz alledem, Short will ich jetzt nicht gehen in dieser Situation. Einfach auf gut Glück. Ja, der kann noch mal runter. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber aufgepasst heißt es trotzdem, wann immer der Markt steil nach oben geht und wackelig nach unten, haben wir Kaufchancen. Wenn der Markt das Bild wechselt und dann mal steil nach unten geht, so wie wir das ja hier zum Beispiel mal hatten, und dann wackelig nach oben, entweder A, B, C oder mit Mehrfachüberschneidung, dann nochmal die Short-Seite mindestens einmal nochmal aufgreifen, egal auf welcher Zeitebene. Der amerikanische Markt tut dem natürlich hier gleich, also das Bild ist hier ähnlich und wir können davon ausgehen, dass der Kurs hier ebenfalls Chancen immer noch nach unten hat, aber auf dem aktuellen Trip natürlich ganz klar Richtung neue Allzeithochs unterwegs ist. Und ob er die jetzt tatsächlich schon erreicht, das werden wir natürlich sehen. Aber zumindest mal in die Nähe dieser, wenn wir mal gucken, wie die erste Bewegung war, würden wir mit Sicherheit kommen, also die 29.000. Und damit sind wir auf fast Allzeithochniveau, wären nicht von der Hand zu weisen. Doch bitte, bitte, Vorsicht ist angesagt. Nicht davon ausgehen, ah, hier, das sieht alles so toll aus, ich kann dem Markt jetzt hier vertrauen. Das Abwärtsbild ist nicht vom Tisch. Es ist vielleicht nicht das Wahrscheinlichste, aber es besteht die Möglichkeit. Wie geht man als Händler damit um? Man sollte in so einer Situation erstmal kühlen Kopf bewahren, noch im Moment natürlich die Long-Seite durchaus auf dem Plan haben und durchaus auch traden. Bei jedem korrektiven Rücksetzer bietet sich das natürlich an. Aber wenn der Markt scharfe Bewegungen nach unten macht, die dann, und das ist wichtig, scharfe Bewegungen nach unten, die dann durch A, B, C oder irgendwas Wackeliges in die Gegenrichtung dann gekrönt werden, dann geht es mindestens nochmal weiter nach unten und die Ziele, die haben wir da natürlich ebenfalls im Blick. Und es wäre schade, wenn wir dann in dem Zusammenhang nicht noch auf dem Nasdaq gucken, denn der ist wirklich nahe vor dem Allzeithoch und es ist nicht untypisch, dass Allzeithochs nochmal eben getoppt werden. Also, wenn ich müsste, würde ich mich fast festlegen, wir sehen beim Nasdaq noch ein neues Allzeithoch und wenn der Markt da drüber ist, danach kommt dann hier die wohlverdiente Korrektur, die auch der Nasdaq natürlich dann verdient hat und die dann entsprechend auch beim DAX, beim Dow Jones und beim S&P und welchem Markt auch immer dann nochmal in die Abwärtsrichtung dann eben drücken dürfte. Also, ich bin immer noch bullisch, ich bin im Kurzzeitigen jetzt bullisch, solange der Markt eben da sehr stark ist auf dem Weg nach oben. Der Nasdaq fängt hier so ein bisschen an, da auf die Tränendrüse zu drücken. Das könnte ein Indiz sein, muss aber jetzt noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung bedeuten. Das hängt jetzt davon ab, wie es weitergeht. Ich mache mal hier ein mögliches Angebot. Sowas zum Beispiel wäre ja auf der Oberseite wieder eine mögliche Trigger-Situation, um dann den letzten Schub da auch nochmal zu bekommen, um die alten Hochs da nochmal rauszunehmen. Ob das hier passiert, ja, das wissen wir natürlich alle nicht, aber wir wissen, wir müssen im Moment beide Szenarien im Hinterkopf behalten. Aktiv im Moment mehr das Bullische, aber in der Absicherung das Bärische nicht aus den Augen verlieren. So, jetzt hoffe ich, dass ich damit einen guten Impuls gesetzt habe für heute. Ich drücke die Daumen, dass Sie auf der richtigen Entscheidung des Marktes liegen oder auf der richtigen Seite des Marktes liegen mit Ihren Entscheidungen. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder. Bis dahin alles Gute.